Willkommen zurück bei Star Trek Elite Force. Kurzfristig eine kurze Folge eingeschoben. Ein Hintergrund, Welty macht Problemchen. So, während die zwei das Shuttle reparieren, werden wir uns mal hier auf der Enterprise ein bisschen umsehen. Wir sollen mit Telsia oder Claire uns treffen. Ich würde sagen Telsia. Schon nett. Sydney's Dogman. Tut mir leid, Monroe. Beim nächsten Mal wird die Landung weicher, versprochen. Ich fand da jetzt kein Problem. Ich fand das alles supi. Machen wir uns mal hier hoch. Ach, hier war nur das. Den hätten wir hier. Brian Bobbussy. Hallo? Hier geht es nicht lang. Shuttle Bay, da müssen wir. Da waren wir ja. C. Hazard-Quartiere. Genau. Wir gehen mal zur Telsia. Ah. Ja, haben wir so schon. Hallo? Bin hier, um mit dir zu quatschen? Ist ganz zu Hause. Nee, da will ich ja nicht hin. Ja, hier war's. Hallo, Telsia. Wie schön. Sie waren in der letzten Zeit sehr beschäftigt. Allerdings, ich habe viel erforschen müssen. Mit der Edril? Höre ich da etwa Eifersucht? Und höre ich da Angst? Angst? Wovor? Vor uns. Wir hatten nicht viel Zeit, uns wieder ineinander zu gewöhnen, seit ich auf der Enterprise bin. Das ist es nicht. Es ist die Dallas. Die Dallas? Als ich auf dieses tote Schiff trat und die Körper sah und dann herausfand, dass sie die sichere Station nicht erreicht hatten. Was? Telsia, ich dachte, sie wären tot. Wir haben im Delta-Quadranten oft dem Tod ins Auge gesehen. Aber ich habe sie nie tot gesehen. Ist das so schlimm? Sich vorzustellen, ich sei tot? Nein, sondern dass sie leben. Erklären Sie mir das. Telsia, ich bin so dankbar, dass sie leben, dass ich es mir kaum vorzustellen wage, sie zu verlieren. Oh. So, da haben wir das Gespräch geführt. Bin begeistert. Entertainment. Programming. Nicht sehr entertaining. Ja, wollen wir mal wieder raus. Lieutenant Monroe, ich habe ein neues Spielzeug für Sie. Komm mal. Da bin ich doch gleich dabei. Neue Waffe, die will ich mir ansehen. So, jetzt aber damit Bild. Na komm, geh auf. C, falsche Richtung. Ah. Wir haben den Photonenstoß mit einer Quantenstoßwaffe ersetzt. Sie benutzt Mikroquantentorpedos. Sie können sie mit dem neuen Holo-Programm testen. Ah, okay, machen wir doch. Oh.
So, dich haben wir auch. Hat aber nicht viel Flächenschaden, ne? Also bei direkten Treffern macht's gut weg, aber der Flächenschaden, Umgebungsschaden ist durch die Explosion nicht so hoch. Aber eine schöne Waffe, eine schöne Waffe. Muss ein bisschen vor Pfeilern aufpassen. Gut, danke. Barclay an Monroe. Wir sind fertig. Wir können jetzt senden. Aha. Gucken wir uns nochmal kurz um. Nur keiner in Haft. Schade. Ein bisschen Gefangene quälen wäre nicht ganz nett gewesen. Ich habe eine Flechtengattung gezüchtet, die dazu fähig sein sollte, im Vakuum zu überleben. Und was soll ich tun? Ich möchte gerne eine kleine Probe des Materials in den Weltraum beamen und es nach einer kurzen Zeit zurückholen, um meine Theorie zu überprüfen. Alles klar, viel Spaß. Nicht gerade das Spannendste. 6-7, Shuttle-Rampe. Ja, dann wollen wir mal zum Einsatz. Flechtenart, die mal... Ja. Ja, dann müssten wir hier, genau. Omek ist auf der Sternenbasis und wird Crindo treffen. Nehmen Sie Crindos Shuttle zum Treffen. Wir halten die Enterprise außerhalb der Sensorenreichweite der Sternenbasis. Sie sind daher auf sich allein gestellt. Ich bin bereit. Lassen Sie die Triebwerke an, Sydney. Vielleicht müssen wir spontan los. Verstanden. Halten Sie Ihre Waffen verborgen, es sei denn, wir müssen uns verteidigen. Hoffentlich kommt Omek freiwillig mit. Okay, Crindo. Gehen wir zur Bar. So, dann wollen wir mal zur Bar, ne? Ist ja ein Ding. Ist ja ein Ding. Was finde ich da? Tribbles. Tribbles? Das ist doch ein Scherz. Ich denke also, die kann ich schlecht ausliefern, aber ich brauche das Latinum. Verstehen Sie? Und was haben Sie da gemacht? Tribble Eintopf. Ist nicht wahr. Doch, schmeckt fast wie Hühnchen. Diese alte Sternenbasis hat aber auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Übrigens, das Gespräch eben hat festgegeben, Tribbles schmecken wie Hühnchen. Nicht wie ein scheiß Frühstücksnack, ne? Die Ferengi sind ehrlos, mit ihnen handle ich nicht. Ich habe mit Ferengi einige meiner besten Geschäfte eine Band zu gründen. Sie scherzen? Nein, ich meine es ernst. Warlock und ich üben schon seit ein paar Wochen gemeinsam. Ja, viel Spaß. Musikrichtung spielen Sie? Naja, wenn wir an einem Ort wie diesem Erfolg haben sollen. Wissen Sie was? Dieses gelagerte romulanische Ale ist nichts anderes als das normale romulanische Ale. Wir verkaufen es bloß nicht sofort. Das sieht aus, wenn's Rückenmark offen liegt. Wem's gefällt? Ich bin der Kommandant des Transportschiffes Kaiten. Mein Freund sagt, Sie suchen ein Transportmittel? Allerdings, aber es müsste schon ein großes Schiff sein. Groß? Die Kaiten ist ein Transportschiff der Welt. Die VIP-Lounge ist verschlossen. Man kommt nur über den Barbesitzer hinein. Sie ist groß. Dann haben wir hier noch. Gut, dir Perversen gefällt das natürlich. Ich kann sogar noch mehr Ladung aufnehmen als die großen die Schiffe, der die Viridex-Klasse. Reden wir mal mit ihr. Wie viel kostet der VIP-Raum? Ha! Sie müssen sich erst beweisen und unseren nausikaanischen Freund im Nahkampf besiegen. Okay. Ihr
wagt es, mich herauszufordern, Föderation? Sterbt! Machen Sie ihn fertig, Monroe! So, das machen wir mal im Schnellverfahren. Merkwürdiger Einschub. Gut, hier ist der Code zum VIP-Raum. Kommen Sie zurück, wenn Sie Arbeit als Türsteher suchen, ne? Okay, danke. Wenn ich es Ihnen sage, der Typ ist Ardrek Luxor. Was macht wohl ein berühmter resanischer Musiker hier? Ich weiß nicht. Vielleicht sucht er nach einer Idee für einen Imagewandel. Hier? Okay. Interessiert mich auch nicht. Da ist er. Gehen Sie zu ihm, ohne sich zu uns umzudrehen. Wie unauffällig. Ah, Crindo. Setzen Sie sich, mein Freund. Wo haben Sie diese neue Hauptkontrolle gefunden? Wo haben Sie die alte gefunden? Auf Wiedersehen. Setzen Sie sich, Omek. Bleiben wir weiterhin freundlich. Freundlich? Je breiter jemand lacht, desto schärfer ist sein Messer. Erwerbsregel Nummer 48. Tut mir leid. Nie von der Hauptkontrolle gehört. Komm, wir nehmen, wenn Sie lügen. Regel 60. Wenn Sie lügen, lügen Sie konsequent. Okay, Sie haben meine Inkonsequenz bemerkt. Hier ist die Wahrheit. Ich weiß nicht, wo sich die Hauptkontrolle befindet. Regel 85. Lass nie die Konkurrenz wissen, was du denkst. Habe ich nicht vor. Und ich habe noch nie etwas von ihrer Hauptkontrolle gehört. Lügende Ferengi. Man spricht die Wahrheit und wird der Lüge bezichtigt. Wie Regel 285. Einer guten Tat folgt die Strafe auf dem Fuße. Woher sollen wir wissen, dass Sie die Wahrheit sagen? Regel 181. Selbstunehrlichkeit kann den Glanz des Profits nicht trüben. Sie sprechen die Wahrheit. Es gibt nichts Gefährliches als einen ehrlichen Geschäftsmann. Komm, wir nehmen es erstmal. Woher sollen wir wissen, dass Sie die Wahrheit sagen? Regel 181. Selbstunehrlichkeit kann den Glanz des Profites nicht trüben. Weil ich nicht wissen will, wo sie ist. Wenn ich den Standort kennen würde, hätte mein Kunde Sorge, dass ich sie weiterverkaufen würde. Warum soll ich ihm einen Grund geben, mich zu töten? Nein, ich habe lediglich Crindos Daten aus den alten Ruinen verkauft und meinen Kunden mit den Sternkarten suchen lassen. Aber ich habe ihnen falsche Daten gegeben. Falsche Daten? Wer ist denn nun der Lügner? Natürlich habe ich gelogen. Ich bin zu klug, um Ihnen zu vertrauen. Aber dumm genug, mein Shuttle zu benutzen. Regel 99. Vertrauen ist die größte aller Verpflichtungen. Das Shuttle hat mir alle Daten übermittelt. Oh. Sohn einer... Regel 31. Mache niemals Witze über eine Ferengi-Mutter. Beleidige stattdessen jemand, der ihm am Herzen liegt. Ich töte sie. Nein, werden Sie nicht. Omek, geben Sie uns den Namen Ihres Kunden und Sie können gehen. Regel 76. Du musst für eine Weile sagen, ich brauche Frieden. Aber Krieg ist gut für das Geschäft. Regel 34. Und noch eine zweite. Lass dich und ihn kämpfen. Latinum für die Köpfe der Föderation! Alles klar. Gonzales, bleiben Sie mit Crindo hier. Aye, Sir. Ich kümmere mich darum. Dann nehmen wir mal die Verfolgung auf, würde ich sagen, oder? Aber erstmal Heilung.
Ja, wir werden, wenn wir reinkommen, erstmal den Idril-Stab nutzen. Gut, das war jetzt nicht so elegant, wie ich wollte, weil ich an der Tür hängen geblieben bin. So, die haben wir alle weg. Wir haben noch zwei Schuss mit dem Idril-Stab. Werden wir auch gleich nutzen. Wir bringen erstmal unsere Lebensenergie wieder auf möglichst hohen Stand. Na komm. Na komm, da hinten. Hab ich den erwischt? Normalerweise kommt da hinten da noch einer. Den habe ich aus Versehen mit erwischt. Und dich machen wir mal auf die herkömmliche Art. Ich auch. Wir nutzen heute mal alles. Na komm, geh auf. Och Mann, 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 Mann. Er ist hinterhältig. Der kommt rein und schießt einen im Rücken. Und siehst du. So, Energie ist wieder auf vollen Stand. Da können wir weiter. Ich sehe gar nicht. Aber die Leiter. Oh, ich habe kurz einen Moment vergessen, dass da die Leiter war. Zu meiner Verteidigung, ich habe Teil 2 noch bei weit nicht so oft gespielt wie Teil 1. So. Aha! Klingonen. Kanonenfutter. Wie auch gemerkt hat, ich gehe nicht mehr auf die Verstärkung. Zufrieden. Im Abschnitt bin ich durchaus zufrieden. Ach, hier war auch nichts. Hier war's. Gut, den haben wir in die Wand hineingeschossen. Auch hierfür gibt es effektivere Waffen. Aber ich mag das Gewehr einfach. Tanzt der vor mir lang. So, einmal volle Heilung, bitte. Haben wir. Hier müssen wir jetzt rüber. Wir werden mal die Tür da hinten auf das Sturmgewehr wechseln. Hier rüber. Oh, ich kriege immer so einen kleinen Herzschlagmoment, wenn ich da rüber springe. Probier jetzt, weil ich es verkacke. Kann nicht jemand diesen Föderationsabschau rumliegen?
Ja, komm. Ja, flieg, flieg. Komm, wir werden jetzt mal ein bisschen Energie sparen. Ach, er traut sich nicht, er traut sich nicht. Die Waffe ist gut. Andorianer. Nur mit Phaser ist dann doch... Ich dachte, ich kann das jetzt mal nur mit Phaser lösen, aber... Ich bin zu weit vorgegangen, dadurch habe ich die Wache getriggert. Was tust du denn da oben? Wie sie fliegen! Wie sie fliegen! Ja, das hier ist so... Das Gewehr, ich mag es einfach. Das Trefferfeedback ist gut. Man hat eine gute Sekundärfunktion. Ist nicht die stärkste Waffe. Aber man trifft ganz gut damit. So. Die sind weg. Wenn man weiß, dass sie kommen, geht's. Sind Sie am Ende, Mr. Föderation? Ich krieg dich, Freundchen, ich krieg dich. Hilfe! Hilfe! Angreifer der Föderation! Langsam, Omek. Halten Sie ihn auf! Im Namen des Reiches! Ich bin nicht mehr länger Kommandant des Klingonischen Reichs. Sie können doch nicht schießen! Retten Sie mich! Ich bin doch Ihr bester Kunde! In Ordnung. In Ordnung. Schritt 1, wir müssen ihn ein bisschen einheizen da oben. Jetzt. Komm, ein bisschen hiervon. Utach, was ist denn so schlimm an diesem Backtag? Warum beschützen Sie diesen ehrlosen Ferengi-Kpekt? Das ist meine Sache. Eine seltsame Sache. Klingonen kämpfen nicht für Latinum. Ja, komm. Ich hab dich gleich, ich hab dich gleich. Klingonen kämpfen nicht für Latinum. Sie wagen es, meine Ehre zu beleidigen? Ja, nur ein bisschen. Welche Ehre? Sie sind ein lügender Kupakt. Ah! Der Weltraum ist kalt. Darum kommt vor. Ist nichts mehr drinne.
Das passiert übrigens, wenn man nicht aufpasst. So, erstmal müssen wir eben ein bisschen da oben drinnen einheizen. Diesen ehrlosen Ferengi gepackt. Das ist meine Sache. Eine seltsame Sache. Klingonen kämpfen nicht für Latinum. Stürre! Und wo bist du? Das war gerade ein bisschen. Sie wagen es, meine Ehre zu beleidigen? Welche Ehre? Sie sind ein lügender Kepakt. Ah! Der Weltraum ist kalt. So, Freundchen. Komm. Haben wir dich. Monroe an Enterprise. Homek hat gerade die Station verlassen. Danke, Lieutenant. Wir fangen seinen Shuttle ab. Kehren Sie zurück zur Enterprise. Monroe an Sydney. Holen Sie mich sofort ab. Bin gleich da. Ein Tetrion-Schnellfeuergewehr. Nett. Dankeschön. Hättest du auch einfacher haben können. Einfach die Waffe übergeben und gut wär's gewesen. Mission erfüllt! Omek hat die Datenbanken gelöscht. Er hat alle Informationen entfernt und mit zufälligen Daten neu gefüllt. Ohne die Daten können wir nicht belegen, dass die Hauptkontrolle eine Massenvernichtungswaffe ist. Dann sieht es so aus, als müssten wir Omek freilassen. Aber er ist der Mithilfe zum Mord schuldig. Wir können ihn nach den Gesetzen der Föderation nicht lange festhalten. Zum Glück gibt es andere Regeln. Ach ja? Die Erwerbsregeln. Sir, ich bitte um Erlaubnis, Omek zu verhören. Das ist nicht Bestandteil Ihrer Ausbildung. Es wäre der Situation nicht angemessen. Sir, ich denke, ich kann das. Na schön. Denken Sie daran, dass Sie mit strengen Sanktionen rechnen müssen, falls Sie die Verhörsregeln der Föderation nicht beachten oder mit Omek einen Deal eingehen. Aufgrund Ihres bisherigen Erfolgs gestatte ich Ihnen dieses Verhör. Viel Glück, Lieutenant. Und wie es ab hier weitergeht, das seht ihr am Montag.
Das war jetzt mal eingeschobene Folge. Falls für alle, die auf Star Trek Away Team gewartet haben, da geht es dann auch nächste Woche erst weiter. Muss die kleinen Problemchen mit dem Spiel erstmal in den Griff kriegen. Und bis dahin, lebt lange und im Frieden. Haut rein. Ach so, Daumen nach oben, ne? Haut rein.